Ja, einen wunderschönen guten Tag. Heute ist der 14. September 2021 und das heißt, es gibt einen neuen Heroes Banner zum Staunen. Und ich bin froh, dass ich es geschafft habe, mir diesen da nicht spoilern zu lassen, dass ich dieses Video machen konnte. Weil der schon, so wie ich das verstanden habe, schon gestern, öffentlich frei zu sehen ist. Also beziehungsweise man hat schon herausgefunden, welche enthalten sind, inklusive deren Fähigkeiten, Waffen. Deswegen umso besser, dass ich mich nicht habe spoilern lassen. Ja, wir uns den jetzt anschauen können. Und ich würde sagen, ohne große Umschweife gehen wir es an. Kleines bisschen lauter gemacht habe. Winter Dreamland nennt er sich übrigens. Spannend. Festive Winter Gears. Special Heroes to Battle. Ah ja, bevor wir reingucken, noch der kleine Hinweis. Es gab ja noch dieses Duetten-Ding, was ich euch, denke ich mal, da oben gerade eingeblendet habe. Hoffentlich denke ich dran, aber ich denke wahrscheinlich dran. Meine Vermutung gestern wie heute sind Manuela und Ignaz. Also, dass es wie Hauses wird. Aber wir werden es sehen. Und zwar genau jetzt. Das Sarah? We don't need any gifts. The Rabbilis. Oh Gott. Oh Gott, doch, Heroes. Fragezeichen, ich mag Mirabilis gar nicht. Ich mag Mirabilis überhaupt nicht. Ich brauche die nicht dabei sein, aber okay. Silver Saint. I have all kinds of gifts in this bag. Arthur! Ah, vom Sacred Stones. Oh, Arthur. Ja, den wollte ich schon seit langem haben. Okay, und er hat Defense Rest Far Save 3. Aha. Der war ja schon lange gekriegt, der Skill. Arthur. Okay. Arthur, finde ich cool. Den wollte ich schon lange haben. Ja, und da ist sie, das Manuela, wie ich das vermutet hatte. I'm used to dressing up for the stage, but this is a bit much. Ja, ihr Outfit, ne? Winter Rapier, das sieht mir nach Forster aus. I still got it. Aber finde ich cool. Finde ich cool, Arthur. Und der... Oh. Scythia so und... I'm so happy. Compounds with sugars are effective on superior brains. Ach, das ist Loot, ne? Don't dawdle. Bin zwar cool, dass es Sacred Stones sind, aber... muss es schon wieder Loot sein? Naja, gut. Wenigstens ist Arthur cool dabei. Aber da sie natürlich Sacred Stones ist... Oh, ich glaube, ich muss auf Lucithia gehen. Also, das ist vielleicht der beste Harmonize, den es für mich gibt. Heroes und Sacred Stones in einem. Vor allem, ich habe sogar gesagt, es wird Heroes und Sacred, Three Houses und Sacred Stones mit Mirabilis. Naja. Okay, Mirabilis, Arthur, Manuela und Lucithia. Okay, das, was sie dabei hat, ist mir relativ egal. Wer ist noch dabei? Ich sehe... Ja, das ist Ignaz. Okay, das ist Ignaz. Okay. Finde ich gut, dass Ignaz der Sturmprüfling ist. Oh, sie machen das. Oh mein Gott, sie machen sogar das endlich auch in diesen Dingern rein. Yes. Das heißt, ich krieg. Oh, das finde ich gut. Sie machen zum ersten Mal, dass man in den Special-Ding auch Force für 4 Dings, für 40 Dinge ein Save einbekommt. Dankeschön, das machen sie endlich auch in den Special-Dingern rein. Die Sachen wurden erhört, finde ich gut. Okay, also Lucithia ist safe, okay. Also vielleicht werde ich dann morgen einen Stream machen, wo ich dann da pulle. Also ich habe ja noch ein paar gespart und von dem her passt das dann ganz gut. Dann wollen wir uns mal angucken, indem ich dir das hier ausmache, was die Skills so... Natürlich die Musik, dass ihr Musik jetzt hört. Aber finde ich gut. Also, ich wollte erst sagen, so,
ob ich da jetzt spare, ob ich da doch mehr spare bei dem Banner, aber wenn ich das jetzt. Ach, sehr. War meine Güte. Das jetzt so sehe, dann, ja, bin ich doch, habe ich doch Lust drauf. Also Mirabel ist es mir egal. Was sie denn? Beamflake. Rest. Penalty. Any. Both. Alle. Beim Gegner. Okay. Dann kriegt er auch nochmal minus 5 Angriff. Ah, okay, verstehe. Combat. Ah, okay. Das heißt noch mehr Debuffen. Das heißt noch mehr Buffen. Okay. Ja, dämlicher Whimsical Dream, der mich schon immer mehr nervt in Aether Raids Defense, also offensiv, wenn ich gegen sie spiele, aber okay. Racing Stance. Entry. Gesang und Tanzen wird. Von Nearest Growth is in for Space. Ist auch so okay. Okay, sie debufft auch, wenn sie tanzt. Ah, okay. Ja. Supportive, wie sie auch damals schon ist. Okay. Tanky. Okay. Arthur, den wollte ich schon echt lange haben. Ist einer meiner Favorites in Sacred Stones. Vielleicht versuche ich auch auf ihn zu gehen, aber eher auf Lysithia. Wahrscheinlich werde ich dann je nachdem den einen oder den beiden verwenden, weil ich meine, Defense Rest Far Safe ist schon echt Snow Glow Plus. Wenn er zwei in einer, neben einem einer befreundeten Einheit ist, passend zu Far Safe, Angriff, Rescue. Bonus, Attack Rest, Weak Combat, Penalty. Achso, Unit. Schon mal ein Unit. Okay, das ist glaube ich einfach nur Attack Rest Unity, wie sich der Skill heißt. Oder Angriff, Resistenz. Okay, Not Follow-up, 3 Kippen. Okay, aber der war grün, ne? Ja, war grün. Ja, also ich glaube, da werde ich ein paar Orbs investieren. Also ich werde auf die 40 gehen. Ja, absolut. Ja, Manuela ist interessant. Also vor allen Dingen wegen mehreren Dingen ist Manuela interessant. Aber okay. Ah, sie ist eine Rüstung. Ja, genau. So sieht es aus. Winterra 4 Flut. Jetzt auf den Ally Grand Attack die. Ah, okay, das ist einfach nur Angriff, Verteidigungsbündnis. Oder auch Attack Rescue, Attack Deep. Okay. Ja, okay. Interessant, dass sie Manuela in den Tierstar machen. Boss, Tierstar-Fokus, aber okay. Ja, gut, ich denke, das ist keine Überraschung, dass Lysithia und Lutz, der Boden, der Star dieses Banners ist. Keine Überraschung, würde ich sagen. Weil ich. Aber naja. Sissy ja dafür umso mehr. Speed Bulllock. Was für ein Name. Cooldown Count minus 1. Special Speaker. Start of Combat Unit. 20%. Angriff 6. Angriff. Ich jetzt Combat Grants in Effect. Based on Value of you minus Host. Meine Follow-up Attack Poke Encountered. Also wenn keiner 9 ist, größer 10 ist, greifen sie sogar zweimal. Greifen sie sogar zweimal an. Wow. Das ist busted. Das ist wirklich crazy. Also ich vermute mal, sie werden nicht langsam sein. Also ja. Ich dachte schon, Ninja Corrin wäre crazy, aber ich glaube, das haben sie geschafft, nochmal zu überbieten. Swift Sparrow, Attack Rest, Fast Trace und E-Void. Combat against Colorless Void. Able Combat. Ah, okay. Verstehe. Da sind gegen den Tablos. Dann werden sogar die, Fähigkeiten liegt. Ja. Heftig. Und sie ist natürlich farblos. Ja, alles klar.
farblos und das aber krass. Okay, und ihren noch mal mehr krassen Harmonie-Skill. Dates kommen dazu. Bonus Dabla. Ah ja, okay. Ja, okay. Also, ja. Ich glaube, ich werde meinen Spaß haben, wenn ich komme. In, vor allen Dingen in den Resonanzkämpfen. Oh Gott, also ich habe echt keine andere Wahl als sie. Glaube ich echt keine andere Wahl. Ich muss. Ja, okay, man sieht sogar. Ja, man sieht sogar die Werte da. Ja, man sieht sogar die Werte da. 40 gibt Angriff 62. Also, ja, kann man sich gut darauf einstellen, dass, dass Lysithia, ja, in dieser Form sehr oft vierfach angreifen wird, denke ich mal. Ja, sieht man ja auch hier. Ja, also es ist krass. Also ganz klar, wenn die morgen kommen, da werde ich ein Stream machen und versuchen, viel auf die zu gehen. Ja, also morgen peilt euch ein, abends rum wahrscheinlich werde ich ein Stream machen mit Heroes und werde auf Lysithia gehen. Hauptsächlich. Und vielleicht noch Arthur nebenbei. Gut, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Ich bedanke mich, bin bei euch und für eure Zuschauung. Würde mich freuen, wenn ihr dabei beim nächsten Mal dabei seid und vielleicht auch beim Stream. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss, euer Jack.